Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge NBA 2K25. Nach wie vor hier in der ersten Off-Season. Und jetzt können wir uns mal schön unseren Kader angucken. Denn auch wenn es eine Erhöhung des Budgets gab, bezüglich des Gehaltsbudgets, muss man ganz klar sagen, wir haben kein Capspace. Unser Capspace ist voll mit Paul George, mit Embiid, mit Maxi. Jetzt hat auch Thomas seinen dickeren Contract. Martin hier, Kelly Oubre. Also wir haben absolut kein Spielraum, was wirklich bedeutet, wir müssen gucken, dass wir möglichst ordentliche Roleplayer kriegen. Beispielsweise vielleicht mit Drummond verlängern. Das wäre natürlich was, je nachdem, ob es da die Möglichkeit gibt. Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt, wo Lowry weg ist und auch Gordon, einen neuen Guard. Ganz wichtig. Ja, am besten noch einen guten Bigman für Embiid. Das wird interessant, wie wir hier unseren Kader zusammenstellen können. Gehen wir erstmal vor. Gibt einige interessante Free Agents wie Kyrie, wie Butler, Jamal Murray natürlich hier, Chris Middleton, James Harden. Einige dicke, dicke Namen, aber keine Namen, die wir uns jetzt natürlich leisten können. Wenn wir mal gucken, wer für uns bezahlbar ist. Da wäre maximal Drummond für uns möglich, weil wir hier die Bird Rights haben. Und das ist wahrscheinlich auch hier die beste Alternative. Das heißt, wir werden es gleich mal probieren, ob man eben entsprechend mit Andre Drummond verlängern kann. Ich würde vielleicht sogar echt versuchen, hier ihn 7 Mio zu geben. Gut, wir müssen hier auf Bird gehen, ne? Weil wir... Wobei, wir haben die Bird Rice. Wir müssen gleich plus 8 gehen, oder? Wobei... Drummond ist mir schon ein bisschen was wert, ne? Ich würde ihm durch nochmal die 3 Jahre Contract geben. Auch so, dass er möglichst sicher zu uns kommt. Dass man vielleicht wirklich sagt, komm, wir fangen mit 7,5 an. Dann kriegst du 8,1 und dann 8,7. Das ist da definitiv wert, vielleicht sogar noch mit einer Team-Option im dritten Jahr. Dann hat man ein bisschen Flexibilität. Wir gucken mal, was Andre Drummond dazu sagt. Ja, auch mal hier schauen. Bezahlbar, das Angebot, da hat er 100% Interesse. Das wäre nicht übel. Wenn man alle Positionen bezahlbar anguckt, dann sieht man auch hier, Point Guard Alvarado wäre möglich. Der würde natürlich Defense mitbringen. Richtig gute Defense-Dreier kann er auch. Es gibt natürlich noch mal Kel Fultz, Kennard, Burks und Co. Na, ich würde tatsächlich denken, dass Alvarado gar nicht mal so schlecht wäre. Ich weiß nur nicht, ob wir da auch noch mal eine Mid-Level-Exception dann zahlen könnten nach Drummond. Gehen wir erstmal vor. Downton lehnen wir ab, okay. Also hier, Drummond würde das akzeptieren. Wir gehen erstmal vor, ob das dann auch wirklich klappt, weil Drummond ist der Big Deal. Und Andre Drummond hat definitiv funktioniert. Das ist sehr schön. Also Andre Drummond ist jetzt erstmal fest bei uns. Das heißt, hier haben wir den Backup für Embiid schon mal. Das ist sehr, sehr schön. Hier haben wir die beiden Martins hier auf der Power Forward Position. Ja, wir können natürlich mal schauen. Was. Wir machen mal folgendes. Spielersuche. Denn auf dem Free Agent Markt wird eher weniger was möglich sein. Aber vielleicht kann man irgendwie cap-technisch was schaffen. Power und maximal 10. Ja gut, den kriegt man nicht. Eason. Schwierig. Aaron Wiggins auch eher schwierig. Anderson. Nee, die sind dann auch nicht mehr ganz so gut. Vielleicht braucht man noch ein bisschen mehr Cap. Murray kriegt man wahrscheinlich auch nicht. Jabari Smith auch nicht. Vanderbilt. Der wäre natürlich sehr interessant wegen seiner extrem guten Defense. Gerade wenn man mal hier überlegt mit dem Matchup gegenüber Tatum. Den hattet ihr mir ja auch mal vorgeschlagen in den Kommis. Gerade mit dem Matchup bezüglich Tatum wäre das ein sehr, sehr interessanter Mann. Vielleicht schaffen wir es ja, Kenyon Martin zu opfern. Um beispielsweise Consil mit reinzuwerfen. Würde das klappen? Nein. Ich würde auch noch Bona opfern. Das wäre mir auch vollkommen egal. Das würde ich auch noch machen. Wollen sie leider nicht. Dinge, ungeschützt würde ich denke ich voll ungern reingeben. Schlechtesten Tauschen Pick. Dann würde ich Bona erstmal wieder entfernen. Was ist, wenn ich die beiden und den schlechtesten Tauschen mit den Rockets nehme? Clippers Rockets. Ungerne. Ich weiß auch nicht, warum ich den nur ungeschützt anbieten kann, den Philly Pick. Das finde ich ein bisschen schade. Weil den würde ich gerne Protected abgeben, aber es geht hier leider nicht.
Ja, Kelly Oubre kann ich nicht abgeben. Drummond Martin auch nicht. Nee. Nee. Vanderbilt ist mir jetzt auch nicht dieser Pick wert. Da müssten wir ein bisschen nochmal einen besseren kriegen. Bobby Portis, Toppen. Aber viel besser wird's halt nicht. Naja, gut, Vanderbilt ist ja ein verdammt guter Verteidiger. Muss man sagen. Er wäre schon ein gutes Upgrade, das muss man schon sagen. Gerade defense-technisch. Ich glaube, jetzt gehen wir auch langsam, es werden die zu hoch werden. Wir können ja mal auch Center gucken. Es gibt ja auch Power Forward-Center. Port ist nicht schlecht. Kongo, Williams. Kessler ist halt auch ein klarer Center. Lively auch. Robert Williams kann beide spielen. Er ist halt ein absoluter Non-Shooter. Und seine Perimeter, die ist halt auch nicht so gut, wenn man ihn wirklich mal auf Power Forward spielen lassen will. Das kannst du halt nicht machen. Und Linick ist halt defensiv nicht ganz so stark. Ja, Isaac wäre auch nicht schlecht. Schwierig. Ich meine, wenn wir noch weiter hochgehen, dann ist halt schon vorbei hier. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Wenn wir jetzt mal in der Free Agency gucken. Ja, Covington ist natürlich so jemand, den könnte man holen. Wobei Mo Wagner auch gar nicht mal so schlecht wäre. Weil seine Perimeter, die sind nicht so gut. Daniel Theis aber, der ist da solide. Der ist wiederum richtig gut eigentlich. Der kann ja auch Power Forward spielen. Auch wenn er hier jetzt nur als Center angezeigt wird. Theis wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ne, machen wir so. Zum Minimum kriegst du ihn halt nicht ganz, oder? Wir versuchen es mal. Okay, lehnt er direkt ab. Ja, da musst du schon ein bisschen was für Theis natürlich zahlen. Es würde noch Backleg geben. Der eben seine Defense ist mir aber nicht gut genug. Wenn ich jetzt mal hier wirklich gucke, nicht Dreier, sondern Perimeter Defense, Center. Da wird es Omori geben, Pukuševski, Mensa, Larry Nance. Okay. Hat auch noch kein Angebot. Dann versuchen wir es mal mit dir. Der würde sogar ein Minimum unterschreiben. 3 Jahre, wenn er das macht. 2 Jahre plus Option. Komm, gucken wir mal. Macht er! Larry Nance unterschreibt, das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Larry Nance wird bei mir halt Power Forward spielen. So, Power. Da ist er sogar noch ein Stück besser. Das gefällt mir. Larry Nance hier als Power Forward nochmal bekommen. Also wirklich für einen schmalen Taler. Hier ein schönes Upgrade. Vor allen Dingen sind wir hier auch noch richtig schön flexibel, wenn man sich den Contract jetzt anguckt, aufgrund der Team Option. Das ist richtig gut. Das gleiche haben wir auch bei Drummond hier mit der Team Option. Also da haben wir auf jeden Fall uns flexibel eingestellt für die Zukunft. Das ist sehr schön. Vor allem, weil das wird halt dieses Jahr sein, wo Paul George seine Spieler Option hat. Gut, dann kann man halt gucken, wenn George die ablehnt, kann man die hier eben frei machen und dann nochmal richtig attackieren auf dem Free Agency Markt. Wenn er sie nimmt, muss man das ein Jahr später machen. Aber das ist schon mal gut. Wobei Embiids Contract hier natürlich auch noch nicht... Ja, der endet dann hier mit einer Option. Ach, kann man Embiids Contract schon verlängern? Geht das schon? Ja, könnte man. Bei Embiid vorzeitig. Was könnte er denn Maximum verdienen? Digga. Was ein kranker Contract. Eigentlich musst du ihm das ja auch geben, das Maximum, ne? Das Ding ist, man kann natürlich auch viel, viel weniger verlängern, aber ich werde es aber so spielen, Leute. Ich werde es so spielen, dass ich meinen Superstars immer das Maximale gebe, was geht, sage ich euch ehrlich. Weil in der Realität würden sie auch das Maximum wollen. Das muss man einfach sagen. Ein Embiid würde... Warum sollte ein Embiid das hier nur nehmen? In Anführungsstrichen nur, ne? Ein Embiid, der würde das Maximum wollen. Niemand würde was anderes unterschreiben. Das müsste sie echt mal im Game ein bisschen anpassen. Wenn man sich mal Contract so anguckt.
Beispiel Kyrie, der hat jetzt bei den Mavs ja auch einen dicken Contract nochmal bekommen. Wer hat den höchsten Contract aktuell? Ich guck mal. 50 Kawhi, das geht ja noch. Tatum hier mit seinen 71 Millionen. Ein kranker Contract. Jaylen Brown hatte da auch so einen richtig krassen, ja. Lillard, Antetokounmpo, das sind hier wahnsinnige Zahlen natürlich. Das ist... ich glaube, den krassesten hat tatsächlich Tatum aktuell. Jokic geht auch noch voll. Ja. Aber gut, ja, AD hier natürlich auch, ne, mit dem dicken Contract. Embiid würde damit aber das meiste Geld von allen bisher kriegen. Tatum ist hier bei 71 Mio, okay. Wow, das ist gar nicht mal so hoch. Warum? Gut, weil Embiid wahrscheinlich Finals MVP geworden ist, ne? Deswegen geht da noch ein bisschen mehr. Ich meine, so wäre es ja normal. Aber der kann ja wirklich hoch bis keine Ahnung wohin. Dann würde er 95 Millionen im einen Jahr kriegen. Der ist ja komplett krank. Den geben wir ihn vielleicht dann doch noch nicht. Schauen wir mal. Aber gut, gehen wir mal zurück hier in die Free Agency. Jetzt war ich gerade ein bisschen abgelenkt davon. Ich meine, der Kader jetzt. Guard brauchen wir noch. Larry Nance haben wir jetzt hier und Martin. Das ist, denke ich, gar nicht mal so schlecht, weil Martin hier in der Perimeter-Defense gar nicht mal so übel ist. Larry Nance hat da nur C. Okay. Hat der nicht B+? Hat der nicht... Hat der da als Center was anderes, oder wie? Jetzt mal kurz gucken nur. Oder? Nee, hat C+. Okay. Ich dachte, das ändert sich jetzt vielleicht. Aber dann ist er auf jeden Fall Paul Ford. Das ist klar. Da haben wir da halt Larry Nance und Caleb Martin vor allen Dingen. Embiid und Drummond als Center. Smallford, Kelly Oubre, Paul George. Guard ist jetzt das Problem. Was ist, wenn wir auf der Guard-Position sonst vielleicht Martin opfern, weil wir jetzt Nance haben? Könnte man natürlich auch machen, wobei ich eigentlich gerne da jemand anderen gehabt hätte. Aber wir gucken erstmal hier wieder auf den Guard-Position. McLaughlin gibt es hier. Payne. Vielleicht jemand, der reinkommt wie Dreier. Reggie Jackson hatten wir ja schon. Hat eine kleine Rolle gespielt, Aaron Holiday und Co. Smallford natürlich, Luke Kennard, Beasley. Hat aber eine bessere D. Ja, könnte man machen. Ja, 2 Jahre Minimum. Why not? Gleichbleibende Kondition, versuchen wir es mal. Und dann würde es halt noch Jackson beispielsweise geben, Spencer Dinwiddie, der wird auch nochmal mit guter Defense kommen. Wer hat denn aktuell hier die beste Defense? Ja gut, irgendein Tix und Co. ist jetzt erstmal irrelevant. Dennis Smith, ja gut, das ist ja... Da ist John McLaughlin tatsächlich schon der Beste, weil der hat auch noch A3er. Der gibt ja halt 3D, kann man sagen. Dementsprechend würde ich sagen, das wäre der Kandidat für uns, Minimum Contract. 2 Jahre will er nicht so gerne, machen wir 1 Jahr draus. Beasley kommt. McLaughlin kommt. Sehr schön. Damit haben wir jetzt einen guten Roster. Also die beiden Point Guards, Shooting Guards, dann 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ein Spieler brauchen wir noch. Ein Spieler brauchen wir noch, würde ich nochmal einen Guard holen, einfach der dann Backup der Backups ist. Keine Ahnung, einen Reggie Jackson, der kennt jetzt Philadelphia ja schon. Von daher, why not? Mal gucken, zuletzt jetzt hier bei Philadelphia gespielt, komm. Den kennen wir schon, machen wir ein Minimum Contract nochmal für ein weiteres Jahr und dann passt das auch. Wenn dann noch Yabusele kommt, ist auch noch okay, wenn nicht, ist auch egal. Gehen wir da nochmal vor. Zack, Yabusele bleibt auch nochmal hier, sehr schön. Und jetzt gehen wir in die Player-Entwicklung hier. Man sieht Embiid minus 1, okay. Interessant, weil er so eine Monster-Season hat, aber ihr wisst, ich bearbeite das eh. Ich habe wieder mir so eine riesen Liste gemacht, wo ich da einmal durchgehe. Paul George minus 2 altersbedingt. Dann haben wir Maxi, Thomas, Oubre und Co. Nance geht leider auch runter. Bona plus 4, das ist sehr, sehr gut. Gut, dass wir den auch nicht getradet haben. Sehr erfreulich, dass Bona hier eine gute Entwicklung hinnimmt. Jetzt gucken wir uns die anderen Teams auch an, was so passiert ist. Antetokounmpo, Lillard gehen hier ein bisschen runter. Ich habe übrigens die Spielerregressionsrate bei älteren Spielern runtergestellt, weil eigentlich, wenn ich mir angucke, Antetokounmpo hatte eine super Season. Aber gut. Co
Kobe White geht hoch, Giddy richtig stark, Levine etwas verloren. Dusumnu und Co. Also, nur dass wir auch nochmal durchgehen, wir sind definitiv mit dem Team nach wie vor ein Titelkandidat. Sie hier werden auch versuchen zu attackieren. Zweite Runde Playoffs kann ich mir vorstellen. Ich will ja mal eine kleine Prediction zu jedem Team abgeben. Bulls sind nach wie vor im Aufbau, da wird nicht viel möglich sein, auch wenn sie letztes Jahr in den Playoffs überraschend waren. Ich glaube nicht, dass sie das wiederholen können. Cavs, die waren nicht umsonst in den Conference Finals, haben jetzt Donovan Mitchell, Mobley, der immer besser wird. Das ist ein Team, sollte man wieder auf dem Schirm haben, für mindestens zweite Runde Playoffs. Vielleicht geht ja sogar wieder die Conference Finals, je nach Matchup. Celtics, einer der Top-Favoriten schlechthin, machen wir uns nichts vor. Ist ein super krasses Team nach wie vor. Clippers, nee. Clippers, die sind dann. Harden hier. Nee, die sind dann. Kurz und knapp. Grizzlies mit Ja Morant, der immer besser wird. Jaren Jackson, Desmond Bane und Co. Ich glaube, die Grizzlies, die könnten attackieren. Ich glaube zwar nicht, dass für einen Titel reicht, aber so Playoffs können sie auf jeden Fall schaffen. Hawks waren ja auch in den Playoffs, haben sich dort gut geschlagen. Ich denke, das sollte wieder drin sein. Gerade auch mit der Entwicklung hier von Risa Shea und Co. Bam Adebayo und die... kein Jimmy Butler mehr. Kein Jimmy Butler mehr bei den Heat. Ich glaube, damit wirst du dann auch keine Playoffs schaffen. Ohne Butler, nein. Jimmy Butler ist einfach bei den Hornets. Was geht denn jetzt ab? Einfach bei den Hornets unterschrieben. Da sage ich ganz klar, mit Butler und Miller und Co., ich glaube, die Hornets, die können schaffen in die Playoffs. Also hier einen richtig erfahrenen, guten Anführer für dieses junge Team. Interessant. Utah, ja, mit Markkinen und Co. Schwierig. Weiter im Aufbau. Kings. Ja, ein gutes Team. Play-in, Playoffs ist damit drin. Brunson, Randle und Co. Die nächste definitiven Kandidat für die Playoffs. Auch hier mit Draymond Green, den man sicher ertradet hatte. LeBron James ist weg, du konntest dir jetzt in der Free Agency auch nichts Großes holen. Austin Reeves, Russell, Vanderbilt, ist ein nettes Team, aber nee, da müsst ihr schon hoffen, dass Bronny zum nächsten LBJ wird. Boah, ich sehe sie trotz eines Anthony Davis hier definitiv nicht in den Playoffs. Während ich bei den Magic sagen muss, hier kann ich es mir vorstellen, dass sie dieses Jahr reinrutschen mit Banchero und Wagner. Bei den Mavs muss man ganz klar sagen, hier, ja, Doncic wird MVP, spielt eine Triple-Double-Season fast, ne? Wird Finals MVP, wird abgewertet, also das werde ich auch wieder rückgängig machen, der wird da eine Aufwertung kriegen auf 98. Aber wie gesagt, ich habe es mir schon aufgeschrieben. Auf jeden Fall hier Doncic, ja, ganz klar, mit Kyrie, den konnten sie verlängern. Gucken wir uns mal den Kyrie-Contract an, den haben sie nämlich verlängert. Ja, auch ein dicker, dicker Contract, also da muss man ganz klar sagen, ja, das wird sich auf jeden Fall lohnen, dass sie sich mit ihm hier verlängert haben. Ich meine, sie sind zusammen Champions geworden. Lively wird besser, du hast Clay und Co. wieder ein Kandidat für den Titel. Brooklyn ist im Rebuild, das merkt man hier, braucht man nicht viel erzählen. Ja, Jokic, Murray haben sie auch verlängert für richtig viel Geld. Also DeJounte Murray bleibt hier. Da haben sie den dicken Contract ihm gegeben, macht Sinn. Man muss aber sagen, DeJounte Murray auch immer bei Denver nur gespielt. Das macht also schon Sinn, dass sie das auch zusammenhalten hier. Sind definitiv auch ein erweiterter Titel-Contender. Haliburton, Pascal Siakam, auch hier interessantes Team. Mehr als Playoffs traue ich den Pacers aber nicht zu. Also jetzt nicht irgendwie einen tiefen Run. Ja, die Pelicans, die Pelicans, die Pelicans. Ich meine, sie haben jetzt... Wem haben sie noch? Ach, hier, Banks hatten sie, genau. Sie haben Banks sich ertradet, beziehungsweise ertraftet, sorry. Du hast jetzt Hawkins. Eigentlich sind Playoffs möglich mit dieser Mannschaft. Eigentlich ja. Dann hier die Pistons mit Cunningham und Co. Die hatten den zweiten Pick, war das, ne? Ne, Mark Kogler hatten sie in den neunten Pick. Ja, weiterhin im Rebuild. Erstmal Playoffs wird es nicht reichen. Scotty Barnes und Co. Sie hatten hier Pick Nummer 2, haben sich dafür ja Ferguson geholt hier. Smallford, interessant, aber auch die sind weiterhin im Rebuild. Rockets ebenfalls, Rebuild-Team. Vielleicht kann man da irgendwie ein bisschen angreifen, glaube ich aber nicht. Spurs mit Wemby, der immer kranker wird. Also der hat auch eine Wahnsinns-Season gespielt. Ich meine hier 25,2 Punkte, 12,4 Rebounds, 1,7 Steals, 2,9 Blocks. Die werden attackieren. Ich glaube, es reicht noch nicht in diesem Jahr, aber wenn die ein, zwei Jahre sich noch entwickeln, wird es gefährlich. Suns, Booker und Durant, Beal, ich glaube da nicht wirklich dran. Playoffs möglich, klar, aber mehr nicht.
OKC ein absoluter Titelkandidat mit Shea, mit Holmgren, mit Williams, Caruso, Hartenstein und Co. Absoluter Titelkandidat. Anthony Edwards mit den Timberwolves. Ich meine, die wollen den Titel holen. Das ist durchaus möglich, auch wenn Towns jetzt noch verletzt ist. Aber du hast Towns, du hast Reed. Mit denen hast du sogar verlängern können. McDaniels. Du hast ein Team, das kann durchaus für den Titel mitspielen. Portland, die haben ja Marvin Hall sich hier geholt, einen interessanten Center, der jetzt hier Williams Konkurrenz macht und auch Ayton. Macht schon Sinn, auch mit Scoot Henderson hier einen Big Man und einen jungen Center, also einen jungen Guard noch zu haben. Trailblazers ist noch weiter in einem interessanten Aufbau. Golden State sind dann. Die sind dann. Kein Thompson mehr, kein Green mehr. Du hast zwar noch Curry, vielleicht schießt er dich irgendwie in die Playoffs, aber das war's dann. Und Wizards brauchen wir nicht drüber reden. Wizards brauchen wir nicht lange drüber reden. Die werden nichts reißen. Und ja, Liga, Summer League wird übersprungen. Jetzt bin ich mal interessiert, was dieses Dings angeht. Dieses FIBA-Qualifikationsspiel. Was ist das jetzt hier? USA gegen Kanada? Okay. Wir gehen mal rein. Kann ich in die Simo? Okay, ja, weil das sind 12 Minuten. Da gehen wir nicht von Anfang an rein. Kann ich nicht simulieren? Gehen wir erstmal rein in den Tip-Off. Weil ich werde keine. Ich werde dieses Spiel nicht spielen. Also nicht. Nicht komplett. Man kann nicht in die Simo gehen. Was ist das denn wie ein Schwachsinn? Ich kann nicht in die Simo gehen. Vor allem LeBron James ist noch mit dabei. Der hat sich doch retired. Ich kann nicht simulieren. Okay, dann. Dann, sorry, dann beenden wir das bis zum Ende so. Ja, dann mache ich das halt. Den muss ich ja machen. Team USA hat auf jeden Fall gewonnen. Das heißt, wir sind mit dabei und Kanada ist raus, oder was? Das ist ja kompletter Schwachsinn. Irgendwie so ein Spiel. Naja, gut, dann ist das durch. Dann werde ich das immer überspringen. Also, wenn es ein Fieber-Turnier ist, dann spiele ich das gerne. Aber nicht 12 Minuten. Ist das ein bisschen viel? Aber gucken wir mal. All-Star-Stadtauswahl ist erstmal egal. Auch dieses 2K-Submit ist auch egal eigentlich. Rookies Draft-Jahrgang laden wir uns herunter. Auch nicht hier nicht wundern. Die Draft-Jahrgänge für diese Serie. Ich peile 4, vielleicht 5 Jahre an mit der Serie. Die richtigen Draft-Jahrgänge kommen dann bei der längeren Serie dann, die ich plane, die tendenziell länger geht. Das sind dann auch die Draft-Jahrgänge, die detailliert sind. Aber ich lade sie erst hoch, wenn die Serie startet. So. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier weiter in die nächste Season. Und dann haben wir nämlich die Off-Season schon beendet, Leute. James Harden will sich zur Ruhe setzen, okay. Kann er gerne machen. So, das Einzige, was wir halt machen könnten, wäre halt mit Embiid. Da könnte man das tatsächlich machen, über 3 Jahre schon. Was ich halt echt nur komisch finde, ist halt wirklich hier sein Gehalt, ne? Dass man das wirklich so nach oben treiben kann. Das finde ich interessant. Er könnte jetzt über 3 Jahre. Das wäre schon ein kranker Vertrag. Damit warte ich noch. Aber eigentlich musst du den Spielern doch das Maximum geben, was sie wollen. Aber gut, das ist jetzt erstmal so. Gehen wir noch in die Minutenverteilung, genau. Wir werden dann auf einer 10er Rotation spielen, das sollte klar sein. Das macht am meisten Sinn. Bona will ich eigentlich gerne drin haben für Constell. Larry Nance kommt von der Bank bei mir. Martin soll starten. Machen wir das Ganze mal so. Also, dann haben wir Maxi, der kriegt 33 Minuten, das ist okay. Cam Thomas bei 29, George 32, Embiid 35. Martin kriegt hier 27 Minuten, Ugre kriegt 22, Drummond 20, Larry Nance bei 13, McLaughlin und dann haben wir noch Martin, wobei ich Martin nicht reinrotieren werde, sondern Bona kriegt die Minuten. Kriegt tatsächlich ein paar mehr Minuten hier sogar, 16 Minuten gebe ich ihm. Er ist so ein bisschen unsere junge Hoffnung, das muss man schon sagen hier. Der Sand hat sich ja ordentlich entwickeln können im letzten Jahr. Das wird dann die Minutenverteilung, taktisch werden wir da erstmal nicht viel ändern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge zur Opening Night gegen die Miami Heat. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer gefallen, Leute. Euer Velo schmilzt sich ab und bye bye.